Ich hab's jetzt laufen. Willst du Hallo sagen? Ja, ich will einmal Hallo sagen. Komm. Komm. Hallo! Das war eine Mikrowelle. Ja. Ja, weird, weird. Auf jeden Fall, herzlich willkommen bei Singt das bei Emu. Ich wollte einfach nur nochmal ein kleines Lebenszeichen von mir geben. Ihr wisst ja gerade, die Lage ist ziemlich angespannt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid nicht krank geworden. Ich hoffe, ihr habt keine Ausgangssperre oder ihr seid nicht in Quarantäne. So oder so, leider passt die Thematik, die ich für das heutige Video vorbereitet habe, auch zu der ganzen Zeit, in der wir uns gerade befinden. Nämlich Singen bei Krankheit. Soll man das machen? Ja oder nein? Die Frage ist super leicht zu beantworten. Wenn du krank sein solltest, du verschnupft bist, du einen Kratzen im Hals hast oder du einfach verschleimt bist, lass es lieber, nimm dir die Zeit, mach eine Pause, ruh dich aus, so lange bis du dich wieder fit fühlst, dann kannst du nämlich auch wieder anfangen zu singen. Machst du das nicht, beschädigst du eventuell deine Stimmbänder und du schränkst damit die Kapazität oder das Potenzial deiner Stimme ein und das möchtest du nicht. Was ihr eurer Stimme Gutes tun könnt, wenn ihr jetzt krank seid, trinkt sehr viel Tee, trinkt sehr viel Wasser, gebt euren Körper sehr, sehr, sehr viel Flüssigkeit, damit er den ganzen Schleim einfach abbauen kann. Wenn ihr wirklich gar nicht aufhören könnt zu singen, dann könnt ihr ganz tief immer zwischendurch ein bisschen summen, also echt, vielleicht so ein bisschen Vocal Fry mäßig. Aber macht bitte keine großen melodischen Ausflüge oder Sprünge, echt, wie gesagt, ruht euch aus. Wenn ihr gar nicht kommt, summt ein bisschen. Aber wie gesagt, nutzt lieber diese Zeit, um euch auszuruhen. Das heißt jetzt für all diejenigen, die gerade krank sind, echt, ruht euch lieber aus. Ich weiß, ich finde das selber immer sehr frustrierend, wenn man so eine kleine Auszeit sich nehmen muss, eine gezwungene Auszeit. Aber es ist lieber so, dass ihr das so macht, als wenn ihr jetzt versucht, krampfhaft durch eure Krankheit oder was auch immer zu singen. Falls ihr wissen wollt, wie es mir geht, hier ist die Lage eigentlich noch relativ entspannt. Ich bin Gott sei Dank noch gesund, ich bin gesund. Und ja, es wird abzuwarten sein, wie das jetzt alles kommt. Ich weiß echt nicht, es ist ja sehr, sehr, sehr spannend, gruselig und unübersichtlich. Man weiß echt nicht, was kommt. Für all diejenigen, die jetzt gesund sind und trotzdem in Quarantäne sind oder einfach nicht rausgehen können, weil wir eine Ausgangssperre haben oder was auch immer für die Zukunft. Ich bereite diese Woche, die kommende Woche noch ein paar Videos für euch vor. Ein paar neue Workouts, damit ihr auch die Zeit nutzen könnt. Wenn wir schon zu Hause sind, dann können wir die Zeit auch einfach gut nutzen. Und das ist ein relativ kurzes Video gewesen. Ich wollte einfach nur nochmal Hallo sagen, euch Mut zu sprechen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund, wie gesagt. Wenn nicht, ihr werdet wieder fit. Wir stehen das alle zusammen durch. Und ich habe für dieses Video alles gesagt. In diesem Sinne gute Besserung und wir sehen uns Mittwoch wieder. Macht's gut.